Wir gehen jetzt richtig lecker frühstücken. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ich habe voll vergessen, euch mein Essen zu zeigen. Oh, rote Ampel. Ist er nicht da? Alex? Mein Bruder! Hallo? Ja. Ich habe auch noch was für dich. Was denn? Was denn? Das ist ja Geburtstag. Dankeschön, meine Maus. Fällt dir das? Ja, natürlich. Leute, mein Bauch ist in Ordnung. Ich habe Bücher bestellt bei Medimops mal wieder. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich stehe hier gerade wunderschön in der Sonne. Wir sind in St. Peter-Ording. Ich mit meiner Familie, also der Bruder fehlt. Aber wir sind hier auf jeden Fall zu dritt. Hier ist die Mama. Moin. Moin. Und da ist der Papa. Papa muss hier gerade noch kurz was checken. Wo ist er? Sag mal hallo. Hallo. Wir gehen jetzt richtig lecker frühstücken. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und die Jungs hatten eigentlich nicht so viel Lust, aber ich wollte unbedingt hin. Deswegen gehen wir jetzt schön in Deichkind frühstücken. Ja, da freue ich mich sehr. Das wird sehr lecker. Und es stand auch, dass die einige vegane Sachen haben. Da bin ich mal sehr gespannt. Und das wird jetzt richtig toll. Eigentlich war es nicht so angesagt, oder? Nee, hat heute Morgen auch schon geregnet. Yes, stimmt. Aber jetzt ist auch gar nicht mal so kalt. Ich habe hier wieder meine Alex-dicke Jacke an und Babas Schal. Aber es geht. Also, jetzt gibt's Frühstück unten. Ich habe voll vergessen, euch mein Essen zu zeigen. Aber es gab richtig geile Sachen. Ich habe erstmal angefangen mit Früchten. War sehr gut. Und jetzt habe ich mich hier mal durch die vegane Sektion probiert. Hier ist nämlich, die haben richtig geile Sachen. Also das war so ein Olivenaufstrich, rote Beete, Soja, Linsen und Tomate. Hat alles richtig, richtig gut geschmeckt. Und es war veganer Käse. War alles sehr, sehr lecker. Dann habe ich noch einen Coffee. Und jetzt schaue ich mal, was ich mir gleich noch hole. Das zeige ich euch dann aber. Da muss ich dran denken. Und jetzt habe ich schon wieder fast vergessen. Ich habe auf jeden Fall noch eine Scheibe Brot geholt. Hier veganer Cookie, richtig geil. Das ist auch irgendwie so ein Käse, schmeckt auch sehr gut. Und habe ich mir jetzt einen Joghurt zusammen gemischt. Ich habe es leider hier schon komplett vermengt. Aber da sind Früchte drin, Sojajoghurt, Bircher Müsli. Richtig, die hatten richtig geile Sachen. Leinsamen, Hanfsamen, alles Mögliche. Und Himbeermark, richtig gut. Wir sind jetzt schon auf dem Weg nach Hause. Wir sind jetzt auch schon fast daheim. Wir haben heute Morgen richtig, richtig lecker gefrühstückt. Die hatten so geile vegane Sachen auch und man kann immer so schön sitzen. Dann waren wir noch ein bisschen spazieren, haben noch eine kurze Shoppingrunde gedreht und jetzt sind wir auch gleich wieder daheim. Ich bin gespannt, wie es aussieht, ob es irgendwas, keine Ahnung, vielleicht gibt es was Neues. Hat sich zu Hause was verändert? Oh, rote Ampel. und dann gehe ich später noch zu meiner Tante rüber. Die wollte ich auch gerne noch mal sehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, genau. Das war's für den Tag. Ach, und ich muss heute Abend noch was für die Uni machen. Aber gut, muss auch mal wieder sein. Ist er nicht da? Alex? Alex? Ist er? Wo ist er denn? Erstmal ins Zimmer gehen. Ach, die haben das hier umgestellt. Oh mein Gott, das halt hier. Aber voll cool. Die haben es jetzt ein bisschen als Büro gemacht. Hier ist mein Bett. Aha, spannend. Aber das Kind ist verschollen. Alex? Hat er aufgegessen, die Oreos? Mama meinte, sie hatte Oreos daheim. Und ich war so, wusste ihr eigentlich, dass die vegan sind? Und so, oh mein Gott, wir haben welche. Aber mein Bruder hat sie aufgegessen. Naja, und wo ist er? Weg. Naja. Ich habe mir gerade ein richtig geiles Avocado-Toast gemacht mit Tomate und Petersilie. Und ich wollte jetzt mal hier diesen Hirtenkäse, Schafskäse, whatever probieren. Ja, den mache ich jetzt mal auf und dann esse ich das mal. Okay. Also, riecht nach nichts. Konsistenz ist gut. Nicht intensiv, aber schmeckt gut. Weil ich finde, manchmal schmecken die so mehr nach Ziege. Aber der ist lecker. Doch. So, ich habe Abendbrot gegessen. Und mein Bruder kommt. Mein Bruder. Ein bisschen Spannung. Okay, ich muss aufmachen. Mein Bruder. Hallo. Ja. Was? Dein Süßer? Ja. Gewachsen bist du nicht. Scherz, bist du? Nee, klar. Doch, bist du. Ich höre jetzt erstmal meine Kündigung auf. Süßer, so, ich sitze hier gerade mal im Büro. Scherz, eigentlich mein altes Zimmer. Und was steht denn da? Achso, mein Bett. Lol. Also meine Betttasche. Und
Meine Mama hat hier Geburtstag und ich habe ihr hier noch was bestellt. Sehr leicht. Und das werde ich jetzt gleich mal geben. Ich glaube, ich packe es jetzt auch gar nicht nochmal ein, weil ist ja eingepackt. Und ich bin da ein bisschen kitschig geworden auf einmal. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Aber ich hoffe, dass sie sich freut, deswegen gebe ich ihr das jetzt mal. So, let's go! Ich habe auch noch was für dich. Was denn? Was denn? Das ist ja Geburtstag. Dankeschön. Ich bin ein bisschen kitschig geworden. Bist du ein bisschen kitschig geworden? Kitschig geworden. Ich hoffe, dir gefällt es. Oh, ist das Schmuck? Ja, vielleicht. Ist das Schmuck gekauft? Oh. Sehr schön mit dem Unendlichzeichen. Ja, guck mal, das sind zwei und dann kannst du eins tragen und dann kann ich eins tragen. Oh, Partnerlook, wir zwei beide. Nee. Ja, das ist ja lieb von dir. Dankeschön, meine Maus. Gefällt dir das? Ja, natürlich. Ich habe schon gerade gedacht, dass ich eigentlich... Du hast ja auch eine Kette dazu, oder? Ja, und dass ich meine Apple Watch eigentlich auf die andere Seite nehmen möchte und hier mal wieder ein Armband tragen muss. Deswegen passt das gut. Oh, ich finde hier schon ein bisschen cool, ne? Sieht professionell aus, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich meiner Mama jetzt ja das Geschenk gegeben. Ich kann es dir nochmal zeigen. Ist nicht so gut. Das ist so ein Armband mit so einem Unendlichkeitszeichen und das tragen wir jetzt beide. Ja, romantisch, oder? Ja, das fand ich eigentlich ganz süß. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit mit meinem Bruder verbracht, mit dem ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und jetzt müsste ich tatsächlich ein bisschen was für die Uni noch machen. Oder morgen? Mensch. Ja, jetzt schaue ich nochmal ganz sponti. Ja, genau, das ist hier auf jeden Fall so die Farbe. Ich denke mal, jetzt wird heute auch nicht mehr... Oh, ich gehe mal zu meinem Bruder rüber. Nochmal schauen, was der so macht. Aber wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Ciao, ciao. Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist jetzt der nächste Tag. Was haben wir denn heute? Ich bin mit Daten momentan ganz schlecht. Aber heute ist der 4.4. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen Uni-Sachen gemacht. Montags muss ich immer sowas abgeben und das habe ich heute Morgen alles mal fix gemacht. Habe das natürlich wieder auf die letzte Sekunde rausgezögert. Doing amazing. Aber es hat zum Glück alles zeitlich gepasst. Und wir müssen dann mal so englische Texte abgeben. Und ich muss sagen, ich habe das einfach super lange nicht mehr gemacht, so auf Englisch geschrieben. Und es bringt mir richtig Spaß. Es ist richtig geil. Und ja, Englisch finde ich einfach toll, muss ich ehrlich sagen. Jetzt habe ich mich gerade mal ein bisschen fertig gemacht. Ich bin nämlich heute die persönliche Chauffeurin meiner Mutter. Ja, damit ich halt das Auto heute haben kann, weil ich nachher noch zu einer Freundin fahre und so. Fahre ich sie jetzt zur Arbeit, hole sie jetzt zur Mittagspause ab und so. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Wir müssen, wir haben eh noch einen wichtigen Termin. Spaß, wir müssen einfach nur so eine Versicherung abschließen. Und genau, das mache ich gleich mal bei ihr. Ich habe mich jetzt hier mal ein bisschen fertig gemacht. Ich war ein bisschen shoppen in meinem Kleiderschrank. Hier sind tatsächlich noch ein paar Sachen drin, die ich eigentlich aussortiert hatte, jetzt aber gar nicht mehr so schlecht finde. Unter anderem dieses Oberteil. Ich zeige euch gleich mal mein Outfit. Und ja, genau, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, genau, ich zeige euch jetzt mal meinen Look. Also das hier ist mein Outfit. Die Hose hatte ich in St. Peter-Ording neu gekauft. Finde ich eigentlich ganz süß. Die ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kalt fürs Wetter, weil die sehr dünn ist. Aber stylisch, oder? Und diese Oberteil habe ich noch mal im Schrank gefunden. Finde ich dazu eigentlich ganz passend. Mal sehen, ob ich noch eine coole Jacke habe. Ich glaube schon. Schauen wir gleich mal rein. Und, Leute, mein Bauch ist in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung, was Phase ist. Ich habe eigentlich trotzdem Obst gegessen. Meine These ist ja entweder Fructose oder zu viele Ballaststoffe. Aber ich muss sagen, ich habe Sonntagabend habe ich... Nee, stimmt nicht. Samstagabend habe ich Pasta gegessen. Das ist jetzt ja auch nicht so ballaststoffreich. Und... Ja, also ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall alles in Ordnung. Mir geht es wieder gut. Ich fühle mich wohl. Und das freut mich sehr. So, und jetzt habe ich hier, glaube ich, noch genau diesen geilen Mantel. Ich glaube, den ziehe ich jetzt einfach mal über. Und dann mache ich mich mal auf den Weg. So, hier gibt es bei uns lecker Lunch. Wir haben richtig geil Guacamole gemacht. Ich habe noch einen Grapefruit aufgeschnitten. Das machen wir uns hier alle süß. Ein Avocado-Toast. Ich habe hier noch den Hirtenkäse. Und ich habe hier das leckerste Tofu, was ich jemals gegessen habe. Gestern gegessen. Ja. Wofür meinst du, das ist von Rewe? Ich bin der Meinung von Rewe. Ich habe die Verpackung wieder weggeschmissen, aber es ist sehr gut. Meine wilde Shoppingrunde geht übrigens weiter. Nur geil. Ich habe jetzt noch diesen Pulli von meinem Bruder. Den finde ich ziemlich cool. Er meinte, der passt ihm eh nicht mehr. Also den werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Dieses Mal klappt es leider nicht. Und dann habe ich noch Schuhe gefunden. Die hier hatte ich noch im Schrank. Ich weiß immer noch nicht ganz, was ich von denen halten soll. Irgendwie finde ich die cool, irgendwie ein bisschen drüber. Sind natürlich eher Sommerschuhe. Aber im Sommer bin ich wahrscheinlich eh hier und fahre mit dem Zug zurück. Das heißt, da kann ich noch mal ein bisschen schauen, was ich da auch noch an Sachen mitnehme. Genau, jetzt fahre ich meine Mama wieder zur Arbeit. Dann fahre ich noch kurz bei meinem Opa vorbei, sage dir nochmal Hallo. Dann treffe mich noch mit einer Freundin. Und genau. Natürlich regnet es hier, ne? Wer hätte es anders erwartet? Das ist ein bisschen schade.
Aber gut, ne? Viel Zeit kommen. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war einmal noch bei meinem Opa und dann noch ganz lange bei einer Freundin und habe mich richtig gefreut, pull over, die beiden wiederzusehen. Das war echt richtig toll. Ich hatte einen schönen Tag heute. Und jetzt, ich halte es nicht mehr aus, ich muss es jetzt aufmachen. Es ist nämlich ein Paket hier angekommen. Ich habe Bücher bestellt bei Medimops mal wieder. Und die ich gerne halt mit in den Urlaub nehmen wollte. Und weil die in Deutschland keine Versandkosten haben, ab 10 Euro, da habe ich mir gleich mal nach Georgia bestellt. Und da schauen wir jetzt rein. Das sind nämlich richtig geile Bücher. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche alle. Aber ich weiß, dass ich mich sehr darauf gefreut habe. Ja, sehr geil. Okay. Einmal. Hier haben wir es. Die 4-Stunden-Woche habe ich mir bestellt. Da muss ich mal mein Gesicht verstecken. So. Also genau. Hier. Die 4-Stunden-Woche habe ich mir bestellt. Das sieht gut aus. Okay, sieht spannend aus. Qualität gut. Was haben wir hier Geiles? Okay, The Art of Thinking Clearly. Das ist hier echt tatsächlich ein bisschen eingesaut. Also so richtig, ist da Farbe drauf oder so? Aber die Seiten, das ist ja nicht gelesen. Aber gut, The Art of Thinking Clearly. Freue ich mich sehr drauf. Dann noch zwei richtig geile Sachen. Hardcover. Okay, aber bei einmal The Secret habe ich auch schon viel von gehört. Und da bin ich gespannt. Okay, das sieht ein bisschen weird aus. Ist das auf... Ach, das ist auf Deutsch. Aha. Auch spannend. Okay. Bin ich gespannt. Und dann habe ich noch eins. You're a badass at making money. Da bin ich auch richtig gespannt. Da haben wir einmal dieses hier noch. Genau. Das sind die Bücher, die ich mir bestellt habe. Die sehen alle echt gut aus. Also das sieht gut aus, das auch. Hier ist halt so ein bisschen Farbe drauf. Das ist ein bisschen weird. Aber ansonsten, ja, ich habe für diese 4 Bücher 29 Euro bezahlt. Also, ich sag mal so, neu kriegt man das nicht hin. Deswegen, ich freue mich, die nehme ich mit in Urlaub. Hau ich die durch? In 2 Wochen? Sicher. Nein, mal sehen. Kein Stress, Entspannung. Genau. Also, das ist auf jeden Fall jetzt die Lage. Ich werde mir jetzt mal was zu essen machen. Mal sehen, ob mein Bruder schon was gegessen hat. Und dann muss ich heute Abend mal meine Sachen fertig machen. Also in die finalen Koffer packen. Genau. Ich bin so überfordert mit der Lage. Ich weiß nicht, was ich essen soll. Zu Hause habe ich aber... jetzt sage ich schon zu Hause. Also bei mir in Wien habe ich auf jeden Fall immer die Basics zu Hause. Ich weiß nicht, ich habe da ein paar Sachen, da weiß ich, okay, da kann ich mir schnell was zusammenmixen. Und hier haben wir jetzt natürlich erstmal nichts mehr da, weil wir bald in Urlaub fahren, aber was mache ich denn jetzt? Vielleicht machen wir tatsächlich einfach Brot und Joghurt oder so. Und, so geil, meine Eltern haben Edamame im Kühlschrank, natürlich, weil ich das mal gekauft habe. Aber Edamame in Schale. Ja, vielleicht gibt es das. Ich war so, Alex, was wollen wir essen? Ich habe mir eben gerade Hack gebraten. Naja, gut. Dann schaue ich jetzt mal, was es bei mir gibt. Ich chill hier gerade richtig gemütlich vor meinem Heizstrahler. Habe mir hier noch einen Tee gemacht. Also vor mir steht das Mäuschen hier. Da. und lass hier ein bisschen den Abend ausklingen. Eben kommt mein Bruder so rein, guckt mich einmal so an. Katharina, du bist so alt geworden, seit du ausgezogen bist. Ja, so. Okay, finde ich frech. Aber gut. Naja, auf jeden Fall wird jetzt auch nichts mehr Spannendes passieren. Vielleicht packe ich heute noch... Ja, ich packe auf jeden Fall noch heute meine Sachen in den Koffer. Werde mich hier nochmal gleich ein bisschen aufwärmen. Und das war's von mir. Aber ich hoffe, dass ihr euch den Vlog gern angesehen habt. Ich hoffe, es hat Spaß gebracht zuzusehen. Dass wir uns natürlich auch im nächsten Video wiedersehen. Und ihr könnt auch gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Da gibt es ja immer noch ein bisschen... Auch noch Content, überall. Und ich fühle euch alle ganz sehr gedrückt, ihr Süßen. Und ein dickes Küsschen an euch alle.